Hi und herzlich willkommen wieder zurück in deinem Podcast Functional Basics, deine Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit, Performance und Happiness. Heute spreche ich mit Dr. Simone Koch. Dr. Simone Koch ist Medizinerin und arbeitet seit über 4 Jahren in ihrer eigenen Praxis in Berlin für Ernährungs- und funktionelle Medizin. Ihre Spezialisierung liegt im Bereich Autoimmunerkrankungen und deren Schilddrüse. Und wir sprechen darüber, was deine Schilddrüse überhaupt macht in deinem Körper, was sie alles beeinflusst, was sie im schlimmsten Falle kaputt macht und welche diagnostischen Tools du heranziehen kannst, um entsprechend auf Ursachensuche zu gehen. Natürlich beantworten wir auch wieder Community-Fragen von Instagram und aus meiner Facebook-Gruppe. Alles, was in irgendeiner Form relevant ist, für Links findest du in den Shownotes. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Interview. Bis gleich nach dem Intro. Herzlich willkommen bei dem Podcast von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit, mehr Lebensqualität, Happiness und Performance in deinem Leben. Gehe mit mir, Carsten Wölfling, Coach und Speaker, Gründer von Functional Basics und dem Health Meeting, dem Biotop für mehr Vitalität auf den Grund und schau mit über den Tellerrand der Gesundheit. Warum? Gesundheit ist für alle da. So, willkommen wieder beim Podcast und ich sitze hier mit der lieben Dr. Simone Koch zusammen. Du bist in Berlin, ich bin in Leipzig, die digitale Revolution hat es machbar gemacht. Ich grüße dich. Guten Morgen, schön, dass ich da sein darf. Kann ich Simone sagen oder möchtest du, dass ich Frau Doktor? Sehr gerne Simone, kein Problem. Okay. Ich glaube, wir sind uns ja ab und zu mal schon mal über den Weg gelaufen. Ich habe dich zumindest bei der Paleo Convention 2016. War das 2016 oder 15? Weiß ich gar nicht. Beides. Da standen wir beide auf der Bühne, wahrscheinlich auch auf unterschiedlichen, und haben über unsere Tätigkeit gesprochen. Und ich habe mich noch in Erinnerung, dass du in meinen Augen Schilddrüsen-Expertin bist. Ich denke, das ist auch korrekt, ja. Das ist richtig korrekt. Simone, erklär doch mal ganz kurz in kurzen Worten, was du machst und wer du bist. Falls der eine oder andere Zuhörer nicht weiß, Dr. Simone Koch, habe ich irgendwo mal eine Buchhandlung gelesen oder vielleicht mal einen Podcast gehört. Ganz kurz für meine Zuhörer. Also ich bin Ärztin, ich bin in Berlin tätig. Ich habe eigentlich die Weiterbildung Gynäkologie und Geburtshilfe gemacht. Habe wahrscheinlich selber schon sehr, sehr lange mit der Schilddrüse zu tun gehabt, aber also ich habe 2 Kinder, nach den Geburten hatte ich jeweils eine schwere postpartale Thyroiditis und da kam es dann halt so richtig zum Tragen. Deswegen habe ich angefangen, mich intensivst mit der Schilddrüse auseinanderzusetzen und mit Autoimmunerkrankungen aus verschiedenen Gründen. Und zunehmend, ich war angestellt in der Praxis, kamen immer mehr Patienten zu mir, die gerne von mir beraten werden wollten hinsichtlich der Schilddrüse und hinsichtlich Hashimoto und dann Autoimmunerkrankungen im Allgemeinen. Und daraus ist dann irgendwann die Idee entstanden, sich doch mit einer eigenen Praxis für funktionelle Medizin niederzulassen. Und funktionelle Medizin bedeutet halt quasi, wir versuchen herauszufinden, warum geht es dir nicht gut und nicht, du hast Kopfschmerzen, hier bitte nimm eine Kopfschmerztablette. Also in Richtung nicht Symptombehandlung, sondern Ursachenforschung. Genau. Das macht natürlich ja, Welt, das mache ich schon eine ganze Weile. Wie lange bist du jetzt in dem Thema bewandert? Also in dem Thema quasi bin ich, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr lange drin. Also zumindest was so Ernährung angeht und so. Das mache ich halt schon im Prinzip so seit ich 14, 15 bin. Das ist was mich schon immer total interessiert hat. Und jetzt so im Zuge der ganzen Biohacking-Geschichten stelle ich immer wieder fest, ich war schon immer ein Biohacker quasi. Aber in eigener Praxis tätig bin ich jetzt seit 4 Jahren und in dem Thema Schilddrüse vielleicht so seit 6, so in dem Dreh. Bevor wir, weil du hast jetzt so ein paar Sachen genannt, Hashimoto, Autoimmunerkrankung und Co. Kannst du die Schilddrüse einmal kurz und prägnant erklären, was die macht, wo die sitzt und ja. Also die Schilddrüse ist eins unserer sogenannten Masterorgane, also hormonellen Masterorgane.
Davon haben wir mehrere. Also im Wesentlichen ist es die Bauchspeicheldrüse, die Nebennierenrinde, die Ovarien bzw. Hoden und halt eben die Schilddrüse. Und gesteuert werden die dann vom Gehirn, vom Hypothalamus und von der Hypophyse. Die Schilddrüse sitzt hier, hat die Form eines Schmetterlings, weswegen die, also so ein bisschen, weswegen die halt auch oft als Schmetterlingsdrüse bezeichnet wird und oft, wenn irgendwo da referiert wird, Bilder vom Schmetterling genutzt werden und sind halt quasi die zwei Flügelhälften des Schmetterlings und dann gibt es den Isthmus, das ist die Verbindung zwischen den beiden Schilddrüsen und manche haben auch noch einen Oberlappen, der so nach oben hoch ragt, dann sieht sie nicht mehr aus wie ein Schmetterling, aber weil das bei den meisten so ist, hat man das als Bild genommen. Und die Schilddrüse ist verantwortlich im Prinzip für die Energieproduktion in unserem Körper, also wie viel Energie produziert wird, wie zügig die Mitochondrien laufen, wie viel zum Teil auch mit, also das hat viel dann im Zusammenspiel mit Insulin und so weiter zu tun, aber damit wie viel Zucker in die Zellen reingegeben wird, um die Energieproduktion anzuheizen und dann auch wie schnell die Atmungskette abläuft, also die Energieproduktion in den Mitochondrien. Darüber hinaus produziert die Schilddrüse noch ganz, ganz viele weitere Organe, die für die Temperaturregulation zuständig sind, für die Gewichtsregulation und für eigentlich alle Stoffwechselprozesse im Körper insgesamt. Jede Zelle unseres Körpers hat Schilddrüsenrezeptoren, manche mehr, manche weniger. Und es gibt verschiedene Schilddrüsenhormone. Die wichtigsten sind hier T2, T3 und T4. Und unterschiedliche Organe unseres Körpers haben für die einzelnen Schilddrüsenhormone mehr oder weniger Rezeptoren. Deswegen spielen die da auch unterschiedliche Rollen. Aber ich glaube, das ist so einmal so ganz kurz und knapp zusammengefasst. Ja, also Rezeptoren, ne, für die Zuhörer, die das vielleicht nicht wissen, das sind Andockstellen für die Hormone, die du gerade genannt hast. Und je nachdem, wenn die angedockt haben, passiert das in der Zelle. Genau. Kann man die Schilddrüse so ein bisschen wie so ein Gaspedal sich vorstellen im Auto? Was ja, im Prinzip. Hoch und runter und Bremse? Ja. Wobei man sagen muss, also ich sage es immer so ein bisschen, also es gibt halt eigentlich zwei Organe, also zwei endokrine, also hormonelle Masterorgane in unserem Körper, die stoffwechselmäßig mitbeteiligt sind. Das ist halt die Schilddrüse und die Nebennierenrinde. Und die Schilddrüse ist der Feinmodulator. Also wenn wir so das im Auto nehmen, das ist dann so das Auto, was halt der Rennwagen, wo man ganz fein und geschickt gucken kann, wie viel. Und die Nebennierenrinde, die kann immer nur an oder aus. Und das ist halt auch einer der Gründe dafür, warum, wenn die Schilddrüse nicht mehr so sauber läuft, bestimmte Probleme auftreten, die dann auf die Nebennieren zurückzuführen sind oder die Nebennierenrinde. Mir ist es immer wichtig, das so ein bisschen zu trennen, weil es immer sehr so alles in einen Topf geschmissen wird und die Nebenniere besteht aus zwei voneinander völlig unabhängigen hormonellen Organen. Deswegen ist es die Schilddrüse so der Feinmodulator und eigentlich auch das einzige Organ, was wirklich sinnvoll den Stoffwechsel regulieren kann. Weil du gerade sagst, Nebennierenrinde, du hast ja, auch wenn wir jetzt primär bei der Schilddrüse sind, aber Nebennierenrinde betrifft welche Hormone diesbezüglich, wenn du sagst, okay, Stoffwechsel einmal bam, richtig hoch? Ja, also wenn es darum geht, Stoffwechsel einmal bam, richtig hoch, muss man sagen, da ist es halt eigentlich tatsächlich dann das Nebennierenmark, weil nämlich so richtig bam, hoch, das kann das Nebennierenmark, das ist Adrenalin und Noradrenalin, die machen halt dann einmal richtig Alarm. Und von der Nebennierenrinde ist es das Cortisol, das ganz viele Prozesse freisetzt und so weiter und ein bisschen auch die Mineralkortikoide, also da das Aldosteron, wobei das hat halt mehr was mit Wasserhaushalt und weiter zu tun, aber Aldosteron interagiert viel dann wieder mit den Katecholaminen, also mit Adrenalin und Noradrenalin. Ja, das ist also die ganze Ecke Stress, ja, die genau, du gerade ansprechen. Und wie reagiert denn die Schilddrüse auf Stress? Also die Schilddrüse reagiert auf Stress insgesamt eher mit einer Supprimierung und das ist halt auch das, was interessant ist. Also wenn wir zu viel Stress haben, wenn zu viel Cortisol ausgeschüttet wird, dann ist ja die Schilddrüse der Gegenregulator, der sagt, mach mal langsam, krieg dich mal wieder ein, leg dich mal hin, ruh dich ein bisschen aus, das tut dir hier alles nicht gut. Und wenn wir dem folgen, dann ist dann auch alles wieder in Ordnung. Also die Schilddrüse reguliert auf Stress eher tendenziell runter. Auf Akutstress, also wenn man jetzt Stress sieht, okay, Kälte, also wenn man jetzt rausgeht bei dem Wetter heute und sich da stärkerer Kälte aussetzt, dann arbeitet die Schilddrüse akut sehr, sehr viel stärker und schüttet sehr viel T3 aus. Das gibt auch spezielle Rezeptoren für Kälte in der Schilddrüse, die das registrieren, dass es jetzt kalt ist, die dann auch unabhängig sind von der Hirnfunktion. Und auch auf Akutstress, wie zum Beispiel Sport, also anstrengenden Sport, vor allen Dingen was Kraftsport angeht, kurze, knackige Einheiten,
mit einer Erholungsphase zwischendurch. Darauf reagiert die Schilddrüse mit einer Erhöhung der Stoffwechselrate und mit einer Erhöhung der T3-Produktion vor allen Dingen. Wobei man auch hier sagen muss, das ist eigentlich nicht wirklich die Schilddrüse. Es werden nur 2-3% T3 von der Schilddrüse produziert. Der ganze Rest machen sich die Organe selber, also machen sich die die Muskeln und auch ja, die einzelnen Zellen selber. Aber es wird dann auch vermehrt T4 ausgeschüttet. Bei dauerhaftem Stress, bei chronischem Stress reagiert die Schilddrüse mit einer Supprimierung. Es wird deutlich weniger an Hormonen ausgeschüttet. Es kann bis dahin zu führen, dass fast gar keine Schilddrüsenhormone mehr ausgeschüttet werden. Das wird stimuliert vom Gehirn, also die Hypophyse gibt dann nicht mehr viel stimulierendes Hormon raus. Und um den Körper runter zu regulieren. Das nennt sich dann auch Euthyroid-6-Syndrom. Das ist, da ist der TSH sehr niedrig, weil die Schilddrüse eben nicht stimuliert wird, bei sehr schlechten freien Werten, weil durch die geringe Stimulation eben auch keine Schilddrüsenhormone ausgeschüttet werden. Und eigentlich ist das ein sehr gesunder Mechanismus unseres Körpers, um uns runterzufahren. Leider ist es in der heutigen Zeit so, dass die meisten nicht hören und nicht runterfahren, sondern es weitermachen wie vorher und dann noch einen dritten und einen vierten und fünften Espresso trinken und dann kickt die Nebenniere rein und macht dann halt richtig Alarm, weil sie sich nicht anders zu helfen weiß, weil wir dann gefühlt uns in einer lebensbedrohlichen Situation befinden. Aber lass uns doch mal dieses Szenario ein bisschen genauer betrachten, dass wenn du sagst, okay, wir haben gerade Stress, ist vielleicht der ein oder andere Zuhörer, der sagt, okay, morgen kurz nach Weihnachten und jetzt Rambazamba 2020, das wird das Jahr, kann ja den einen oder anderen Stress unter Stress versetzen. Du sagst, es ist natürlich, dass die Schilddrüse dann weniger Hormone produziert, um eigentlich deinem Körper zu sagen, Alter, mach mal ruhig, fahr mal runter. Jetzt höre ich darauf nicht. Jetzt haben wir doch aber eventuell, das geht ja so Richtung Unterfunktion, oder? Ja gut, ja, also Unterfunktionen können ja ganz, ganz viele sein. Also wenn man, also Datis Karatschian, der sortiert auf 27 verschiedene Ursachen der Unterfunktion. Also, aber Unterfunktion bedeutet am Ende halt immer, wir haben zu wenig Hormone. Also ja, definitiv. Wobei halt hier die Besonderheit ist, dass wenn man dann zum Arzt geht, üblicherweise nur ein TSH kontrolliert wird, das überhaupt nicht auffällt, weil der TSH in diesen stressbedingten Unterfunktionen völlig normal ist, sogar eher relativ niedrig. Mhm. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt eine Diagnostik mache und TSH wird bestimmt, dann würde es heißen, TSH-Wert ist ganz hoch und Schilddrüsenhormone sind ganz unten? Nee, also in so einem Fall, wenn es eine stressbedingte Unterfunktion ist, also wenn man chronischen Stress hatte, dann ist der TSH völlig normal, also oder sogar ziemlich niedrig und die Schilddrüsenhormone aber auch super niedrig, also nicht normal. Das andere, was du gesagt hast, das ist tatsächlich dann, wenn die Schilddrüse nicht mehr kann, also das ist so die klassische Unterfunktion, da stimuliert dann die Hypophyse ganz, ganz stark, da ist der TSH dann super hoch. Ich sage dann immer, die Hypophyse schreit die Schilddrüse an und schwingt die Peitsche und sagt, jetzt mach mal. Und die Schilddrüse schafft es einfach nicht, obwohl sie sich wirklich bemüht und kann dann halt irgendwann nur noch sagen, ich kann nicht mehr. Und dann sind die Hormone halt entsprechend niedrig. Was wären denn jetzt, weil du hast ja gesagt, 27 Unterfunktionen? Werden beschrieben oder Ursachen für Symptome, für Unterfunktion. Was sind denn Symptome für eine Unterfunktion? Da kann man wirklich ein halbes Ich zähle mit. Nein. Also so die klassischen Symptome der Unterfunktion sind Haarausfall, Frieren, starkes Frieren zum Teil, trockene, kalte Haut, vor allen Dingen sehr kalte Extremitäten, hoher Schlafbedarf, ständige Müdigkeit, Erschöpfung, Gewichtszunahme, Wassereinlagerungen, Ödeme vor allen Dingen im Bereich der Schienbeine, aber können auch überall sonst auftreten. Das sind die klassischen Symptome der Unterfunktion. Dann kann aber alles mögliche andere da, weil ich habe ja schon gesagt, alle Zellen in unserem Körper haben Schilddrüsenhormonrezeptoren und das heißt, im Prinzip kann jedes System abspinnen, was sich auch ganz früh bei Frauen aufzeigt, ist ein Ausbleiben der Mens, weil dadurch, dass nicht mehr ausreichend Schilddrüsenhormone da sind, registriert der Körper auch, die Fertilität ist nicht angesagt. Insofern kommt es dann nicht mehr zum Eisprung. Bei Männern, also bei beiden Geschlechtern, kommt es zum Libidoverlust, aber bei Männern macht sich meistens halt eher erstmal nur der Libidoverlust bemerkbar, weil die ja nicht so einen klassischen Marker haben wie die Männer. Ja. Oft wird es halt leider in der heutigen Zeit sowas dann überdeckt durch die Einnahme der Pille, weil unter der Pille halt weiterhin monatlich Demenz eintritt, auch wenn eine massive Unterfunktion da ist.
weil es halt nichts mit dem natürlichen Zyklus zu tun hat. Darüber hinaus kann aber ganz viele psychische Symptome auftreten, Panikattacken, Depressionen, einfach grundsätzliches Stimmungsschwankungen, grundsätzliches Gefühl von Entfernung von sich selbst und Gefühlskälte, das wären so typische Symptome, Schmerzen in den Sehnen, Schmerzen der Muskulatur, Muskelschwäche, fehlender Muskelaufbau. Und dann ist halt wieder, also das ist halt nicht alles bedingt durch den Mangel an Schilddrüsenhormonen, aber dadurch, dass auch die Nebenniere zum Beispiel einen ganz hohen Bedarf an T3 hat, wenn dann nicht mehr ausreichend von da ist, dann funktioniert halt auch die Nebennierenrinde nicht mehr richtig und das Nebennierenmark auch nicht. Die Ovarien haben ganz, ganz viel T3-Rezeptoren, die Hoden haben ganz viel T3-Rezeptoren, die produzieren dann nicht mehr ausreichend Steroidhormone. Dadurch kommt es wieder zu einer ganzen Reihe von weiteren Symptomen und so. Also das ist halt ein ganz, ganz großer Regelkreis, weil die Masterhormone wirklich wie Zahnräder ineinander greifen und miteinander kommunizieren. Und wenn eins nicht mehr richtig funktioniert, dann ist das halt, wie wenn man ein Zahnrad aus so einem Gefühl rausgebrochen hat, dann funktioniert einfach erstmal gar nichts mehr. Aber wie ist denn das? Wir haben ja jetzt von dem Worst-Case-Szenario gesprochen, wenn quasi das, ich sag mal, das Kind in den Brunnen gefallen ist. Du frierst ständig, du zupfst dir die Haare raus und früh als Mann siehst du kein Zelt mehr, beziehungsweise Frau. Und ich habe, ich erinnere mich an, weil ich ja viele Jahre barfuß unterwegs bin und auch jetzt hier bei der Kälte immer draußen baden gehe, da gibt es halt Leute, die sagen, oh, da friert es mich schon, wenn ich nur das sehe. Und dann frage ich manchmal, wie geht's denn Ihrer Schilddrüse? Dann, ja, der geht super. Ne, so nach dem Motto, gestern erst Diagnostik gemacht. Ist das denn ein gängiges Thema, Schilddrüse? Also bei Frauen ist es ja, glaube ich, etwas mehr vertreten. Oder ist es bei Männern einfach kaschiert? Die klassische Hypothyreose ist gleich, also Männer, Frauen gleich. Wobei man sagen muss, ungefähr 90% wahrscheinlich in Deutschland, also in Amerika ist es nochmal deutlich krasser, weil die mehr Autoimmunerkrankungen haben als wir. Warum wohl? Aber insgesamt ist ungefähr 90% aller Hypothyreosen sind autoimmunbedingt. Also gehören zur Hashimoto-Thyreoiditis. Und da ist halt das Verhältnis bei der Hashimoto-Thyreoiditis 10:1 von Frauen zu Männern. Und deswegen gibt es halt so viel mehr Frauen mit Schilddrüsenproblemen. Die klassische Hypothyreose hat keine Geschlechterunterschiede und ist bei Frauen und Männern gleich häufig vertreten. Die häufigsten Ursachen für die klassische Hypothyreose sind Jodmangel und Eisenmangel. Das sind so die beiden Sachen, die am häufigsten dazu führen. Es gibt halt noch eine Reihe von anderen Faktoren, aber das sind eigentlich so die wesentlichen und häufigsten. Ja. Was braucht denn so eine Schilddrüse als natürliches Umfeld, dass sie in Anführungsstrichen normal funktionieren kann? Also zuerst mal braucht sie wirklich Jod. Also Jod ist das der wesentliche Stoff, aus dem die Schilddrüsenhormone gemacht sind. Diese Ts, die da dranhängen, also T1, T2, T3, T4, bedeutet, wie viel Jodatome da drin verbaut sind in diesem Hormon. Und wenn man nicht ausreichend Jod zur Verfügung hat, können auch keine Schilddrüsenhormone gebildet werden. Peng, so Schluss aus Ende. Wenn nicht ausreichend Jod da ist, dann fängt die Schilddrüse an rumzuspinnen und versucht sich halt zu vergrößern, um mehr Jod aufzunehmen, was irgendwie noch aus der Nahrung kommt, bildet dann schnell auch mal Knoten und Zysten und komische andere Symptome. Und der zweite wichtigste Stoff ist Selen. Selen ist ganz, ganz doll wichtig dafür, dass in der Produktion der Schilddrüsenhormone das Jod nicht zu Redoxreaktionen führt und Teile von der Schilddrüse kaputt gehen und auch dafür, dass überhaupt sinnvoll Schilddrüsenhormone gebildet werden. Ein optimales Verhältnis von Selen und Jod ist essentiell. Also nur den einen Stoff in ausreichender Menge zu haben, bringt nicht viel. Dann braucht die Schilddrüse sehr viel B-Vitamine, vor allen Dingen B2 und B3, aber auch die anderen alle. Dann braucht die Schilddrüse sehr viel Eisen. 3 von 2 Prozessen in der Bildung von T4 an der Schilddrüse sind eisenabhängig. Das heißt, wenn ich einen massiven Eisenmangel habe, kann ich auch keine Schilddrüsenhormone mehr bilden. Vitamin A spielt noch eine große Rolle, da vor allen Dingen aber eher am Andocken an der Zelle, also damit die Rezeptoren wirklich an der Zelle auch wirken können. Zink spielt noch eine ganz große Rolle, aber auch eher mehr bei dieser zellulären Geschichte. Ja, und das sind, glaube ich, so eigentlich die wesentlichen Faktoren. Ach so, und ganz, ganz wichtig natürlich noch Tyrosin, ist auch eine essentielle Aminosäure, braucht die Schilddrüse auch in ausreichender Menge. Das ist der zweite Faktor, also es wird immer ein Jodatom plus ein Tyrosin plus ein Jodatom verbaut. Mhm. Das heißt, Tyrosin spielt auch eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Und das spielt eine Rolle
insgesamt, wenn man, also bei strengen, zum Beispiel sehr strengen veganen, glutenfreien Ernährungen oder so, ist es schwierig, den Tyrosinbedarf vernünftig zu decken. Also und einmal da, die essentielle Aminosäure, ne? Das ja, genau. Und da sehe ich halt häufiger schon, dass da halt auch Mängel auftreten. Und das kann dann auch eine Hypothyreose auslösen. Man muss aber sagen, bei halbwegs normalen, das soll jetzt überhaupt nicht böse gemeint sein, ne? Bei halbwegs normalen Ernährungen ist Tyrosinmangel eher selten, weil Tyrosin zwar eine essentielle Aminosäure ist, die aber insgesamt in unserer Nahrung ziemlich häufig vertreten ist. Also wir haben ja gerade über die Baustoffe gesprochen, ne? Also die Rohstoffe, wenn ich meinem Körper die enthalte, wo soll er es hernehmen? Ne? Aus Luft genau. Und Liebe, da Hormone zu basteln, wird schon tricky. Du hast jetzt einige Mineralien und Vitamine genannt. Lass uns das mal kurz rund machen für den Zuhörer. Wo ist Jod drin? Jod findet man vor allen Dingen in Algen. Also das ist so die Ursprungsquelle. Viele denken immer an Fisch und Meeresfrüchte, aber die haben die halt auch von den Algen. Die fressen die Algen und deswegen, beziehungsweise die fressen die kleinen Fische, die die Algen gefressen haben und so weiter. Also Nahrungskette. Ursprünglich kommt Jod aus Algen und da kriegt man es am allerbesten her. Welche Alge? Gibt es eine Alge, die besonders viel Kelp Jod? Kelp, okay. Kelp ist besonders jodreich und schwermetallarm. Also es gibt noch einige Algen, die haben noch mehr Jod, wie zum Beispiel Hijiki. Hijiki ist aber unglaublich aluminium- und arsenhaltig, würde ich vom Konsum definitiv abraten. Wie viel Gramm müsste ich davon essen? Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Das ist so ein bisschen das Problem bei der ganzen Geschichte. Das kommt halt drauf an, also wie der Boden da ist, wo die Kelpalge gewachsen ist, wie das Wasser da ist und so weiter. Und deswegen ist auch, wenn man also Kelp so als Pulver kauft, die, also bei einer vernünftigen, wirklich guten Apotheke, die messen immer nach, wie viel Jod da wirklich drin ist. Und dann halt unterschiedliche Empfehlungen raus, wie viel von dem Pulver man nehmen muss, um so und so viel Jod aufzunehmen. Grundsätzlich ist aber so als Empfehlung, dass man 3 Algenmahlzeiten pro Woche zu sich nehmen müsste, um seinen Jodbedarf vernünftig zu decken. Insgesamt muss man sagen, deutsche klassische Ernährung haben wir alle einen Jodmangel. Also wir haben insgesamt ein Jodmangel-Bodenproblem in Deutschland. Also die Böden sind sehr jodarm. Wir haben, unsere Ernährung ist nicht sehr, also Algen spielen eigentlich keine Rolle in unserer Ernährung. Fisch und Meeresfrüchte auch nicht mehr so richtig. Und man muss auch sagen, Fisch hat ziemlich wenig Jod. Nach den Algen echt top one ist die Auster, weil die Auster bringt auch noch super viel Selen und Zink mit sich. Die ist echt das perfekte Schilddrüsenpaket. Die meisten sagen aber, wenn man ihnen Austern sagt, sie sollen Austern essen, machen sie. Wobei so ähnlich sieht es mit den Algen leider auch aus. Also deswegen. Aber wie ist denn das, wenn wir kurz bei Jod noch bleiben? Deutschland versucht doch da zu intervenieren und sagt, okay, wir machen jodiertes Kochsalz. Wo ist das einzuordnen? Ja, also das jodierte Kochsalz, also zum einen, Jod ist flüchtig, also unter Sauerstoffeinfluss geht Jod einfach in die Luft. Das heißt, von dem Jod im Jodsalz geht der allergrößte Anteil, wenn die Packung offen ist, einfach verloren mit der Zeit und dann habe ich halt irgendwann nicht mehr besonders. Nur noch Salz. Nur noch Salz, genau. Und dann ist das Problem, was da drin ist, das Natriumjodid. Natriumjodid ist eine Jodverbindung, die von der Schilddrüse ganz, ganz schlecht verarbeitet werden kann. Und von daher ist es eigentlich ungünstig. Es reicht aus, dass wir keine Kröpfe mehr haben, also da definitiv. Und auch, also man muss sagen, bis vor 30 Jahren hatte die Schweiz ein massives Problem mit Kretinismus, also wirklich mit jodmangelbedingten Hirnentwicklungsstörungen bei Kindern. Und seit der Zwangsjodierung quasi der Schweizer ist das halt komplett weg. Also das ist schon da ein Erfolg. Aber also vor allen Dingen halt eben auch, um bestimmte Prozesse in der Schilddrüse und den Eierstöcken sind zu versorgen, braucht man molekulares Jod und das ist gar nicht drin. Okay, Jod haben wir. Selen. Achso, kann ich, wenn ich jetzt sage, hey, ich hau mir jetzt 100 Gramm Algen hinter. Was passiert, wenn mein Körper zu viel Jod bekommt? Tendenziell gar nichts, wenn du völlig gesund bist. Wenn deine Schilddrüse bereits erkrankt ist, und das ist immer das Problem, dann kann es sein, dass du massive Probleme kriegst. Also dass du Herzrasen, Kreislaufschwierigkeiten, starke Schmerzen auf der Schilddrüse, Druckgefühl im Hals, all solche Symptome kriegst. Und dann ist halt immer das Problem, dann sagen die Leute, ich vertrage kein Jod. Und dann essen sie kein Jod mehr. Und dann verschärfen sie das Problem, weil die Schilddrüse hat ja bereits ein Problem und wird dann auch noch mit ihrem dem Stoff, den sie am dringendsten braucht, nicht mehr ausreichend versorgt. Das ist so ein bisschen so, wie wenn ich einen Magen-Darm-Effekt habe und ich esse dann was und es kommt wieder raus und dann sage ich, ich vertrage kein Essen. Das ist ja
Ja, dann esse ich halt einfach nicht mehr. Genau. mache ich eine Anti-Essen-Diät. Genau. Und das ist halt, der Magen ist krank und deswegen verträgt er in dem Moment kein Essen. Und genauso ist es auch mit der Schilddrüse. Die Schilddrüse ist krank und deswegen verträgt sie in dem Moment kein Jod. Und da muss man halt dafür sorgen, dass die Schilddrüse wieder gesund wird und das Jod wieder verarbeiten kann. Die Lösung ist nicht, keinerlei Jod mehr zu sich zu nehmen für ewig und alle Zeit. Wer wirklich starke Schilddrüsenprobleme hat, Neigung zu einer Hyperthyreose, Morbus Basedow, das ist die autoimmune Erkrankung der Schilddrüse, wo die Schilddrüse überreaktiv ist, oder autonome Knoten hat, also wo Knoten sind, die unabhängig vom Gehirn Schilddrüsenhormone produzieren, müssen wirklich ganz sehr aufpassen mit Jod und auch mit Algen. Da kann es tatsächlich zu tödlichen hypothyreotischen Krisen kommen. Ich habe eine Patientin gehabt, die ist nach dem Algensalat umgefallen und mit einem plötzlichen Herztod und konnte Gott sei Dank von ihrem Mann wiederbelebt werden. Aber also solche Fälle gibt es. Ja. Wer weiß, er hat eine Hyperthyreose oder autonome Knoten, da wirklich vorsichtig Finger weg von Jod und nur ganz gezielt mit einem Jodtherapeuten gucken, dass man langsam wieder rankommt und die Schilddrüse so hinkriegt, dass sie auch Jod wieder verträgt. Okay. Basedow war das, wo die Augen hervortreten können, ne? Ja, kann, genau. Das ist eine autoimmune Reaktion gegen den retrovulvären Fettkörper und die Augenmuskulatur. Das hat direkt eigentlich nichts mit der Schilddrüse zu tun. Das ist eine weitere autoimmune Reaktion, die häufig damit einhergeht. Okay. Jod, Haken dran, Selen. Selen, also viele wissen das ja, auch Selen, unsere Böden sind wahnsinnig selenarm. Da ist auch so ein bisschen das Problem, die Normkurven orientieren sich ja immer daran, wie ist das in unserer Gesamtbevölkerung. Und deswegen ist es so, bei den meisten Laboren, dass ein oberster Normwert angegeben wird, der in Kanada gerade mal der unterste Teil der Normkurve wäre. Die Kanadier haben sehr selenreiche Böden. Einige Labore haben sich dem inzwischen angepasst und haben eine Normkurve, die sich an den Werten von Kanada orientiert, weil das halt ein Land ist, was eben sehr, sehr selenreich ist und gute Daten hat. Und das macht auch absolut Sinn. Und das ist halt deswegen ganz, ganz wichtig. Also so der oberste Rand, für alle, die das jetzt so hören, sollte bei 240 Milligramm pro Deziliter liegen und nicht, wie das eigentlich mal war, mit 120, 110, weil da fängt eigentlich der Bereich, wo die Schilddrüse und auch viele andere Funktionen im Körper sauber laufen, erst an. Also das Selen spielt ja auch noch an einigen anderen sehr, sehr wichtigen Prozessen im Körper eine große Rolle. Selen findet man viel in Paranüssen. Das ist so das, was immer empfohlen wird, so 2 bis 4 Paranüsse am Tag zu essen, dann ist man auf der sicheren Seite. Das stimmt auch. Also dass man so bei 200 Mikrogramm Selen, das ist eine gute Menge, die man am Tag dann zu sich nehmen kann. Über eine natürliche Quelle ist super. Paranüsse haben ein großes Problem, die strahlen. Die nehmen gerne viel Radon auf und wenn man da mit einem Geigerzähler rangeht, dann klickern die. Und wenn man halt täglich strahlende Nüsse zu sich nimmt, dann kann das auch eventuell irgendwann schwierig werden. Auch hier wieder die Auster. Ganz, ganz, ganz selenreich. Da auch super. Aber auch Algen enthalten auch relativ viel Selen, sodass ich da so ein bisschen das Gesamtpaket habe. Deswegen würde ich halt eher zu der Richtung raten als zu dem täglichen Paranusskonsum. Wenn man sich mit Paranüssen aber super wohlfühlt und die total gerne isst, macht nichts. Okay, Haken an Selen. B-Vitamine? B-Vitamine ist so ein bisschen tricky, weil wir durch den vielen Stress, den wir haben, einfach einen massiv erhöhten Verbrauch an B-Vitaminen haben gegenüber früheren Zeiten. Dann sind B-Vitamine, also vor allem das B12 ist ein bisschen schwierig, weil die häufigste unerkannte Autoimmunerkrankung ist die autoimmune Pangastritis, also eine autoimmune Zerstörung bestimmter Zellen im Magen, die dann dazu führt, dass B12 nicht mehr aufgenommen werden kann. Das war der Intrinsic-Faktor, ne? Genau, Intrinsic-Faktor-Antikörper. Die Erkrankung macht in den meisten Fällen keinerlei Symptome. Das heißt, die läuft oft so still einher und dann hat man halt eventuell einen B12-Mangel. Plus, wer halt vegetarisch-vegan leben will, kommt auch zwangsläufig in den B12-Mangel früher oder später. Und da muss man dann halt eben gucken. Also das sind so zwei Faktoren und unsere Nahrungsmittel sind halt insgesamt viel, viel weniger vitaminhaltig, als das früher mal war. Auch wieder Meeresfrüchte, super Quelle für B-Vitamine. Hafer hat sehr viele verschiedene B-Vitamine insgesamt auf den Getreidearten. Da muss man dann aber wieder gucken, wenn meine Hypothyreose autoimmunbedingt ist, dann muss ich halt gucken, sollte ich nicht vielleicht die Aktine lieber meiden, die wir halt in Getreide in großen Mengen finden. B-Vitamin ist tatsächlich sowas, wo ich immer empfehle, einen guten B-Komplex zu nehmen, weil es ist ganz, ganz schwer in der heutigen Zeit seinen B-Bedarf, vor allen Dingen, wenn man tendenziell ein bisschen Probleme hat, ausreichend zu decken.
Ich kenne das Argument von einigen Vegetariern, die versuchen dann B-Vitamine über Algen zu decken, wie zum Beispiel Spirulina. Habe aber zumindest noch keine Studie gefunden, wo drin steht, dass zum Beispiel die B-Vitamine in der Spirulina bioaktiv sind, also dass wir die tatsächlich nutzen können. Also es gibt Studien, die zeigen, dass wir die nicht nutzen können. Also ja. Insofern eher Quatsch. Die können halt aktiviert werden im Darm durch bestimmte methylierende Bakterien, die wir aber tendenziell nicht haben. Also wir sind halt keine Wiederkäuer. Das fehlt uns definitiv. Und wenn wir die hätten, ist das auch tendenziell problematisch, weil das sind Bakterien, die auch Quecksilber, also anorganisches Quecksilber in Methylquecksilber aktivieren können. Und das ist sehr, sehr ungünstig und Quecksilber nimmt man immer auch in gewisser Weise auf. Und wenn wir diese Bakterien hätten, wäre das für den Menschen eigentlich gar nicht besonders sinnvoll. Insofern ist nicht zu erwarten, dass irgendwer tatsächlich diese Bakterien trägt und das verstoffwechseln kann. Ja, und ich habe es auch noch bei niemandem gesehen. Also ich sehe ganz, ganz oft massive Mängel an B12 bei Veganern und Vegetariern, habe aber noch nie gesehen, dass jemand das in der Lage war, das hochzubringen, indem er Algen gegessen hat. Es gibt einfach, wir haben bestimmte Restriktionen in uns und unserer Anatomie und unserem Stoffwechsel, unserer Evolution, die man, finde ich, auch einfach mal annehmen kann. Also ja, da bin ich vollkommen bei dir, weil ich vergleiche das immer so, falls jetzt ein Zuhörer gerade vegetarisch, vegan ist, das bitte nicht persönlich nehmen, aber du hast wahrscheinlich Klienten, ich habe Klienten, die vegan leben und extreme Symptome zeigen. Das kann gut gehen, kann aber auch, je nachdem, wie kompensationsfreudig der Körper ist, voll nach hinten losgehen. Und ich sage dann immer, wenn du nicht die Energie hast, für Tierrechte und Co. auf die Straße zu gehen, sondern nur noch Online-Petitionen abklicken kannst, dann würde ich mir definitiv Gedanken machen. Weil genau. Dann kannst du der Welt auch nichts schenken. Ja. Und deshalb, auch wenn es egoistisch klingt, erstmal deinen eigenen Körper verstehen, wie funktioniert deine eigene Physiologie, Anatomie. Und dann versteht man auch, wie vielleicht artgerechte Ernährung oder natürliche Ernährung für Schilddrüse funktionieren kann. Wobei halt, wenn man es wirklich aus ethischen Gründen macht oder aus religiösen Gründen, bin ich halt total dabei und sage halt, okay, verstehe ich, ist in Ordnung. Da muss man halt eben wissen, welche Faktoren man beachten muss, damit es trotzdem gut und gesundheitlich sinnvoll funktioniert. Ja. Was mich ärgert, ist der momentane Trend zu behaupten, es wäre gesünder und artgerechter für den Menschen, weil das ist meiner Meinung nach definitiv völliger Unsinn. Und es ist halt, und viele werden krank durch diese Arten von Ernährung, weil sie halt nicht wissen, worauf sie noch zusätzlich achten müssen und so weiter. Und zu glauben, dass man sich, wenn man irgendwelche chronischen Erkrankungen hat, heilen kann, indem man sämtliche tierischen Produkte weglässt, halte ich für fragwürdig und schwierig. Und das finde ich halt wichtig, dass da, also das ist so im Augenblick einer der Dinge, wo ich mich halt bemühe, da so ein bisschen Aufklärung zu betreiben, weil wissen wir alle, da läuft gerade viel Propaganda in die andere Richtung. Und aus ethisch-religiösen Gründen finde ich es absolut nachvollziehbar und gut und toll, wenn man das macht und bin dann halt auch bereit, jeden da absolut drin zu unterstützen. Also zumindest, dass man über diesen Rattenschwanz nachdenkt. Was hängt denn jetzt da dran, wenn ich ein XY-Lebensmittel weglasse? Ja. Dann brauche ich vielleicht den einen oder anderen Therapeuten, der mich aufklärt und sagt, pass auf, du lässt das weg. Dann gegebenenfalls über eine Supplementierung oder ein anderes Lebensmittel, das du dann vermehrt essen darfst, um das zu kompensieren. Ja. Das heißt ja nicht, dass es nicht möglich ist. Die Frage ist halt tatsächlich, in welcher Form schafft mein Körper das dann zu kompensieren? Okay, wir hatten jetzt Zink noch als letztes, als Baustoff. Ja, Zink ist halt auch, also ganz, ganz weit oben beim Zink ist halt tatsächlich auch wieder die Auster, beziehungsweise viele von den Meeresfrüchten. Es ist halt immer nur so im Vergleich, die Auster hat, ich glaube, muss ich jetzt nochmal nachgucken, aber die Auster hat irgendwas um so 40, 50 Milligramm Zink auf 100 Gramm. Und wenn man das nächst untere nimmt, und das sind dann halt so pflanzliche Sachen, ne? Spinat oder irgendwas, da bin ich dann so bei 5 bis 6 Milligramm. Mhm. Das finde ich halt immer, um das Verhältnis, welche Massen man konsumieren muss, um auf die gleichen Mengen zu kommen. Und das ist halt auch was schwierig ist. Ja, es gibt zinkreiche Nahrungsmittel auch auf der anderen Seite, aber
Also es klingt jetzt so, ich esse selber auch fast nie Austern. Ne? Nicht, dass ihr jetzt denkt, so, Frau Dr. Koch hat gesagt, ich muss unbedingt Austern essen. Ich finde es nicht besonders praktikabel und auch schwierig, da gute Qualität und so weiter zu bekommen. Aber damit man einfach weiß, wenn ich wirklich da Probleme habe und ich will nicht auf Supplement zurückgreifen, sondern ich will es auf natürliche Art und Weise machen, dass ich dann halt auch weiß, okay, ich muss halt eventuell auf tierische Quellen und sowas zurückgreifen. Ja. Weil ansonsten, ja, das ist eigentlich so. Zink ist schwierig. Also Zink ist was, wo auch sehr viele extrem depletiert sind. Und Zink ist auch bei Autoimmunerkrankungen was, was ganz oft, also in massiver Weise verbraucht wird. Weil Zink ist wichtig für die DNA-Reparatur und wenn viel kaputt geht im Körper, wird halt auch wahnsinnig viel Zink verbraucht. Deswegen ist es oft ganz schwer, Zink hochzubringen. Okay, also Rohstoffe müssen rein in den Körper, damit im Prinzip die Schilddrüse überhaupt erstmal das machen kann, für was er angelegt ist. Wie kann ich denn jetzt zum Beispiel eine Diagnostik machen? Ich spüre jetzt, okay, ich zupfe mir die Haare raus, ich bin angeschlagen, ich nehme irgendwie zu, obwohl ich vielleicht kein Krafttraining mache oder meine Ernährung verändert habe. Was wäre der nächste Schritt? Was müsste ich untersuchen lassen, damit ich auf eine adäquate Antwort komme? Erstes halt auf jeden Fall ein vollständiges Schilddrüsenpanel. Das ist halt TSH, FT3, FT4. Nach Möglichkeit auch noch Reversus T3. Reversus T3 ist eine umgekehrte, also mesomerieartig umgekehrte Variante des T3s, die das nur eine Blockade des Rezeptors macht, ohne eine Wirkung zu Ist erzielen. das dieses RT3? Ja, genau. Reversus T3 wird sehr viel produziert, wenn wir viel Stress haben. Das hat halt auch was mit zu tun mit dem, was ich am Anfang gesagt habe, mit dieser Hypothyreose, die durch Stress bedingt ist. Und das wäre so ein vollständiges Schilddrüsenpanel. Leider, wenn ich zu meinem Hausarzt gehe und sage, ich fühle mich müde und schlapp, wird üblicherweise nur der TSH gemacht. Da finde ich immer ganz, ganz wichtig, das kann man vielleicht gar nicht oft genug sagen, der TSH ist ein Hirnwert. Das ist ein Wert von einem Hormon, was in der Hirnanhangsdrüse produziert wird. Zunächst mal hat er mit der Schilddrüse überhaupt nichts zu tun. Also ob die Schilddrüse nun gut arbeitet oder nicht, kann ich nicht wirklich am TSH ablesen. Weil der TSH ist halt auch abhängig davon, was will mein Körper. Und wenn mein Körper gar nicht will, dass mein Stoffwechsel zu hoch wird, aus welchem Grund auch immer. Und solche Gründe können auch sein, zum Beispiel ein schweres psychisches Trauma. Wenn ein naher Anverwandter stirbt oder eine total traumatische Trennung, kann dazu führen, dass akut der Stoffwechsel komplett zusammenbricht. Weil es halt was ist, was einfach eine Schocksituation quasi für uns ist. Das hat mit der Schilddrüse nichts zu tun. Und deswegen finde ich es halt wichtig, das muss dieses komplette Panel bestimmt werden. Wenn man es selber machen will, was zum Teil einfach Sinn macht, weil man da nicht rumdiskutieren muss, dann kostet es in etwa 50 Euro. Also einmal das komplette Zumal ich mich erinnern kann aus der Diagnostik damals, dass der TSH-Wert, der Referenzwert, Referenzwert extrem weit auseinander liegt. Irgendwo zwischen 0,2 und 4 Komma. Ja, genau. Also Das ist 0,2 bis da. 4,9 ist üblicherweise so der Genau. Wert. Wie willst du da eine Aussage über eine Schilddrüse machen, wenn du so einen riesen Referenzwert hast oder Genau, das Referenzbereich spielt halt auch hast? eine Rolle. Wobei man sagen muss, es gibt eine relativ große Untersuchung an, also auch wieder männlichen, aber an amerikanischen Studenten, gesunden amerikanischen Studenten, wo man festgestellt hat, dass der TSH bei denen immer so bei 1,0 liegt. Und das ist auch meine Erfahrung. Jetzt kommen ja schon man, auch ein Teil Menschen zu mir aus präventiven Gründen, dass die, die insgesamt sehr gesund sind, immer einen TSH so rund um 1,0 haben. Also das scheint so das zu sein, was eigentlich normal ist. Okay, also wir haben das Schilddrüsenpanel, was ich abfragen kann. Jetzt gucke ich, habe ich vielleicht eine Entzündung oder eine Autoimmunerkrankung? Was kann ich dann, was wäre der nächste Schritt? Also wenn ich, ja, was wäre der nächste Schritt? Also der nächste Schritt ist dann nach Möglichkeit, sich einen Therapeuten zu suchen, der sich mit sowas auskennt. Weil, und das ist gar nicht so einfach. Also wenn es ein Autoimmunerprozess ist, dann ist es halt eine Riesenkette, weil dann sollte man halt gucken, okay, was ist der autoimmune Trigger, was hat dafür gesorgt, dass meine Schilddrüse krank geworden ist, kann ich eventuell die autoimmune Reaktion in Remission bringen. Remission bedeutet, dass halt keine Symptome mehr auftreten. Also das ist eine ziemlich lange Reihe. Wenn es einfach wahrscheinlich eine klassische Hypothyreose ist ohne Antikörper, dann sollte ich als nächstes bestimmen Eisen, Jod, am besten einmal alle Mineralstoffe, also Selen, Zink und so weiter, Mineralstoffe im Vollblut. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil ich will wissen, was ist in der Zelle los und was ist außerhalb der Zelle los. Und das kriege ich nur hin, wenn ich im Vollblut untersuche. Eine Untersuchung rein im Serum ist relativ sinnlos an dieser Stelle. Und als weiteren ganz, ganz wichtigen Punkt Vitamin D. Das haben wir jetzt noch gar nicht genannt. Das spielt auch Ja. eine ganz große Rolle in der ausreichenden Schilddrüsenfunktion.
Also am besten die Algen in der Sonne selbst pflücken und. Genau. Das ist mal optimal versorgt. Was du gerade beschrieben hast, war quasi die Suche nach Antikörpern, oder? Genau, ja. Kann man da, falls jetzt der eine oder andere vielleicht so einen Test vor sich liegen hat, da guckt man ja meistens, also ich habe auch Klienten, die kommen da mal mit so einem Laborbericht und gucken da drauf wie so ein Schwein ins Uhrwerk und sagen, boah, lauter Werte, komische Referenzwerte, hier hat er was eingekringelt. Nach welchen Antikörpern schaust du denn dann? Also es gibt zwei wesentliche Schilddrüsenantikörper, das ist TPO-Antikörper, das sind Thyroxin-Peroxidase-Antikörper. Hier wird ein Enzym, also das Enzym, was die Umsetzung der Schilddrüsenhormone macht, also die Produktion der Schilddrüsenhormone macht, angegriffen und dabei dann Schilddrüsengewebe zerstört. Und das andere sind die TAC, oder Thyroglobulin-Antikörper. Das ist das eigentlich das Transportprotein für die Schilddrüsenhormone. Und wenn das angegriffen wird, wird dabei eben auch Schilddrüsengewebe mit zerstört. Das sind die zwei, die wir nachmessen können. Es gibt auch einige, die sind unspezifisch, also die haben nur ANA-Antikörper, das sind antinukleäre Antikörper. Mhm. Nur eine Erhöhung der ANA-Antikörper kann zusammen mit einem entsprechenden Ultraschallbild auch ein Hinweis dafür sein, dass eine Hashimoto-Thyreoiditis vorliegt. Und wir wissen von mindestens zwei weiteren Antikörpern, die noch nicht bestimmt werden können, also die man nur in der klinischen Forschung bestimmt hat. Das eine ist ein Jodrezeptor-Antikörper, das ist der Pyridon-Antikörper und das andere ist ein Jodtransporter-Antikörper. Die kann man aber beide noch nicht bestimmen. In solchen Fällen gibt es dann eine sogenannte seronegative Hashimoto-Thyreoiditis. Das heißt, ich kann keine Antikörper nachweisen. Es ist aber trotzdem eine Hashimoto-Thyreoiditis. Das sind so die Fälle, die sehr frustrierend sein können in der Diagnostik, weil man erstmal relativ lange nicht hinkommt. In solchen Fällen bestimme ich dann bestimmte Marker des Immunsystems, die TH1, TH2-Balance, um zu gucken, ob ein sehr starkes Ungleichgewicht im Immunsystem für eine autoimmune Erkrankung spricht. Mhm. Plus der Schall ist hier relativ entscheidend. Autoimmunerkrankung greift ja jetzt viele Erkrankungen ab. Du meinst das wahrscheinlich Hashimoto, oder? Unter anderem, wenn es die Schilddrüse. Wenn ich halt eine Hypothyreose habe. Ja, wenn wir über Autoimmunerkrankungen sprechen, dann hat der eine oder andere vielleicht auch irgendwo schon mal das Thema Darm gehört oder glutenfreie, lektinfreie Ernährung, Paleo, Autoimmunprotokoll und Co. Kannst du das kurz zusammenfassen? Eine ganz, ganz kurze Zusammenfassung, weil es ist immer die Frage, warum soll ich denn das machen? Genau. Ich habe auch keine Zöliakie. Oder vielleicht auch nicht mal eine Gluten-Sensitivität. Also zum einen, es gibt warum bei Hashimoto kein Gluten? Es gibt verschiedenste Faktoren. Das eine ist halt eben, wenn wirklich eine Gluten-Sensitivität vorliegt, was ziemlich häufig so ist bei Hashimoto-Thyreoiditis, bei etwa der Hälfte aller Fälle. Oder tatsächlich auch eine Zöliakie als zweite autoimmune Begleiterkrankung. Das sind etwa 15% aller Fälle. Und dann gibt es die Varianten, also Gluten selber macht durch bestimmte Anteile in Gluten, macht es ein Leaky Gut, also eine Darmpermeabilitätsstörung, eine Öffnung des Darms, wodurch dann wieder Proteine in den Körper reinkommen, die der Körper als fremd erkennt, was das Immunsystem antriggert. Das macht Gluten immer, wenn die Barrieren des Darms geschädigt sind. Und das sind sie tatsächlich bei Autoimmunerkrankungen fast immer. Wir wissen nicht so genau, was ist da Huhn und Ei, aber es ist einfach ein Fakt. Autoimmunerkrankte haben fast immer eine Störung der verschiedenen Schutzmechanismen des Darms. Das heißt, von daher würde es schon Sinn machen, Gluten wegzulassen. Kommt Gluten dann erstmal in den Körper rein, also Gliadin, dann ähnelt das Gliadin in seiner Struktur so stark der Schilddrüse, dass es zu einer Triggerung von Antikörpern führen kann. Also eigentlich ähnelt es dem TPO. Und weil der Körper, also das überreaktive Immunsystem, das kann man sich so vorstellen wie eine völlig übermüdete Armee von Soldaten, die können nicht mehr genau sehen, welcher ist das jetzt, und die fangen dann halt an zu laden, obwohl das gar nicht das ist, was sie eigentlich angreifen wollen, und dann kommt es halt zu einem massiven Anstieg von Antikörpern und dadurch dann auch wieder zu einer erhöhten Zerstörung von Schilddrüsengewebe. Das sind so ganz, ganz kurz zusammengefasst die drei wesentlichen Faktoren, die eine Rolle spielen, warum ich bei Hashimoto-Thyreoiditis eigentlich immer erstmal davon abraten würde, Gluten zu essen. Wenn es nur eine Darmgeschichte ist, also dass die Darmbarrieren nicht richtig funktionieren, also über die Darmschutzmechanismen, dann kann man oft, wenn die Darmschutzmechanismen wieder super aufgebaut sind, dann zum Beispiel wirklich voll durchfermentiertes Sauerteigbrot und sowas problemlos wieder zurück einbringen in die Ernährung. Bei den anderen Faktoren, bei echten Glutensensitivitäten und Zöliakien, tendenziell eher nicht.
Ich glaube, das Thema Leaky Gut werde ich mal in einer anderen Podcast-Folge nochmal thematisieren, weil auch hier sehr viele immer denken, okay, ich habe jetzt vielleicht bestimmte Werte in einem Stuhl gemessen, wie erhöhtes Zonulin. Mhm. Ah, das Leaky Gut ist die Ursache. Aber das Leaky Gut ist ja letztendlich auch nur eine Folge. Ne, habe ich zum Beispiel einen Stress, und es kann ja vielleicht sogar, ich gehe mal so weit, Stress sein, dass ich, wie du vorhin sagtest, vielleicht ein Trauma erlebt habe oder Trennung der Beziehungen. Vielleicht mache ich mir gerade Panik, okay, alle um mich herum essen glutenfrei, jetzt esse ich das 10 Jahre, dann bin ich krank. Mhm. Ja, das ist der Nocebo-Effekt, dass ich quasi Angst habe, mir etwas zuzuführen, obwohl ich es vertrage. Und das ist ja auch schon Stressor. Ja. Und das kann ja auch den lecken Darm, also oder ne, jemand bei intensiven Sporteinheiten öffnen sich ja auch die Darm. Das Bier zu viel am Vorabend, also es gibt eine ganze Menge Sachen, die Zonulin, was nicht nach oben treiben können. Ja, okay. Also der Darm hängt letztendlich, und der Körper meint es ja gut. Ne, wenn ich jetzt, es ist ja eine gesunde Reaktion des Körpers, wenn etwas Fremdes in den Körper kommt, dann sagt er, nö, dagegen gehe ich an. Nur blöd, dass das ähnlich ausschaut, wie Schilddrüse. Unser Körper meint das in den meisten Fällen gut, und ich finde es auch wichtig, sich immer wieder darauf zurückzukonzentrieren, also auch eben diese klassischen Euthyroid-Zyst-Syndrome, Hypothyreosen, das ist vom Körper mal ganz doll gut gemeint gewesen. Also wenn man halt 5 Tage die Antilope gejagt hat und die dann erwischt hat und sich dann hinterher mal 3 Tage einfach auf den Rücken zu legen und die Sterne zu beobachten, das hat mal ganz, ganz viel Sinn gemacht. Und sich dann halt auch entsprechend so zu fühlen, dass man sagt, jetzt machen wir einfach mal chillen und Sterne gucken. Ja. Ja, auch mal runterfahren, ne? Den Bogen zu schließen, was du vorhin am Anfang meintest, das fand ich sehr interessant, dass die Schilddrüse eigentlich dafür da ist, Stress runterzufahren, dass du sagst, okay, bleib mal cool, mach mal eine Pause, und wenn sie das nicht darf, dann fliegt mir das ganze System um die Ohren. Das Problem ist halt, dass unsere Zeit nicht mehr wirklich gut dafür geeignet ist, auf diese Mechanismen einzugehen. Wenn ich heute zur Arbeit muss, muss ich zur Arbeit. Also ich kann halt nicht meinen Chef anrufen und sagen, mir ist heute nicht danach. Das ist halt ja. Also Leben nach Biorhythmus. Jetzt wird es wieder heller, jetzt kann man eher aufstehen und länger auf Arbeit bleiben. Im Winter nur noch, wenn es hell ist. Okay, also ich glaube, der Zuhörer hat eine ganz gute Palette bekommen, was die Schilddrüse macht, was sie stört, Symptome, Diagnostik. Wir haben ein paar Werte besprochen über TPO zum Beispiel. Ich würde jetzt gern, bevor wir zum Ende kommen, ein paar Fragen aus der Community dir stellen. Ein paar überschneiden sich. Zum Beispiel Alice Meyer hat die Frage gestellt, was hat gesundes Essen mit der Verarbeitung von Traumata zu tun? Hast du das in irgendeiner Form schon mal bezüglich Traumas, hatten wir gerade schon mal besprochen? Also ich glaube halt persönlich ganz, ganz fest daran, dass es sich immer alles gegenseitig bedingt und dass halt unser Gehirn auch, um Prozesse zu verarbeiten, ausreichend versorgt sein muss. Und dass halt eben, wenn nicht ausreichend, also gerade unser Gehirn ist ja sehr stark angewiesen auf bestimmte Aminosäuren, also hier ganz weit oben Phenylalanin, Tryptophan, was diese ganzen Geschichten angeht. Dann auch wieder die B-Vitamine in ganz, ganz großer Menge und Art und Weise. Und ich glaube, wenn die nicht ausreichend zur Verfügung stehen, weil wir müssen ja neu verknüpfen. Wir können keine neuen Synapsen bilden, wenn die entsprechenden Rohstoffe fehlen. Und dann kann ich zu 200.000 Stunden Psychotherapie rennen. Wenn die Synapse nicht gemacht werden kann, dann kommt es halt nicht zu diesem Linking quasi. Ja. Und insofern glaube ich, es hat halt eine ganz, ganz große Rolle, spielt da eine große Rolle mit. Und schlechte Ernährung und sehr Omega-6-Fettsäurenhaltige Ernährung und sehr inflammationsfördernde, stoffhaltige Ernährung führt halt auch dazu, dass das Gehirn zusätzlich schlecht funktioniert und der Gesamtkörper halt einfach schlecht funktioniert. Und wir wissen halt, dass bestimmte Stoffe, die da vermehrt gebildet werden, TNF-alpha, Interleukin 6, ich will da jetzt nicht zu tief in die Materie gehen, einfach dazu führen können, dass Traumata sich verfestigen und dass das halt nicht abgebaut werden kann und dass das Gehirn auf diese Entzündungsfaktoren damit reagiert, dass es mehr Stress, Panik und so weiter produziert und ja, anfühlen. Ja. Das ist so meine Antwort auf die Frage. Also Alice, ich hoffe, deine Frage wurde soweit beantwortet. Dann von Instagram, Jesse Goes Marathon. Welche Lebensmittel helfen bei Hashimoto, das Gewicht zu halten? Umgreifende Frage, weil da ein paar Sachen drin hängen.
Also ganz klare Antwort, gar keine. Auch bei Hashimoto-Tyrosin dieses, also darf das einmal kurz sagen. Also ich habe ja einen ganzen Kurs zu dem Thema Abnehmen mit Hashimoto. Das Thema ist super komplex. Der Kurs enthält 30 Stunden Videomaterial, nur um so ein bisschen klar zu machen, wie komplex dieses Thema ist. Das kann man nicht jetzt mal eben so schnell rausholen. Das Problem ist, dass chronische entzündliche Erkrankungen dazu führen, dass intuitives Essverhalten verloren geht. Und dass dementsprechend und auch die Idee dazu, was Sinn macht und was unser Körper eigentlich braucht, verloren geht. Und dass es erst, wenn die Entzündung eigentlich fast komplett weg ist, das wieder erlernt werden kann. Und das spielt halt eine ganz, ganz große Rolle. Ich weiß nicht, ob das eine Frage ist, die so ein bisschen abzielen soll hier auf den Sellerie. Da möchte ich halt jetzt nicht weiter drauf angehen, außer, dass ich persönlich an Wissenschaft und nicht an Geister glaube. Das ist meine Antwort zum Sellerie. Da sind wir einer Meinung. Ganz kurz, zählt bei Hashimoto trotzdem der Energiehaushalt? Ja, absolut, absolut. Was man halt bedenken muss, logischerweise zählt er. Ne? Wir sind kein Perpetuum mobile. Das finde ich halt auch immer so dieses, ich kann halt nicht, das ist ja, also Leute, immer, ich habe gegen nichts was, wenn man das macht und so, aber ich kann halt auch bei Keto, ich kann nicht 5000 Kalorien reingeben, nur 2000 Kalorien verbrauchen und glauben, ich werde trotzdem schlank, weil ich Keto esse. Das ist Quatsch. Wir sind kein Perpetuum mobile. Und es kann halt sein, dass bestimmte Ernährungsformen den Stoffwechsel hochtreiben und dann wirklich mehr verbraucht wird, dann kann man auch mehr essen. So, Ende im Gelände. Und das Problem ist bei Hashimoto-Thyreoiditis, dass der Stoffwechsel tendenziell 10% reduziert ist. Und das ist halt das, was auch bedacht werden muss und wo man bei ganz vielen Sachen mit drauf eingehen muss. Was eine ganz, ganz große Rolle spielt zu dieser Frage, finde deine Trigger. Und das ist halt für jeden anders. Und es gibt halt eher Nahrungsmittel, die du auf keinen Fall essen solltest, weil sie dich davon abhalten, schlank zu werden. Und das ist in vielen Fällen, ist es Gluten, muss aber nicht sein. Das kann auch ganz was anderes sein. Es können Milchprodukte sein, es können Eier sein, es können Saaten sein, es können Nachtschatten sein. Also da gibt es halt ganz, ganz viele Sachen. Und deswegen, also das ist halt auch die Idee bei meinem Programm, rauszufinden, welche Nahrungsmittel finden dazu. Weil für mich muss man ganz klar sagen, also ich hatte von meinem 12. Lebensjahr an einen krassen Struggle mit meinem Gewicht. Und durch die Thyreoiditiden, die ich hatte, habe ich über 30 Kilo zugenommen innerhalb ganz, ganz kurzer Zeit. Seitdem ich weiß, dass ich halt auch Zöliakie habe und dass ich halt Gluten einfach 100% meiden muss, bin ich schlank und hatte auch nie wieder wirklich ein massives Problem damit. Sind schon auch solche Sachen, aber es ist auch bei dem Gluten, nicht das Gluten ist das, was uns dann dick macht, sondern dass es einen dazu anhält, mehr zu essen, als man eigentlich braucht. Ja, ich glaube, das hat gerade sehr schön rund gemacht. Ich glaube, einige Seiten, die das noch bewerben, hey, mit Ernährungsform XY wirst du schlank, krank und sportlich, die dürften das doch langsam mal runternehmen. Also langsam muss das doch mal in den Köpfen sein, dass es nicht so funktioniert. Es klingt halt so hübsch. Also ich kann definitiv. Ich auch all diese ganzen Sachen durch, weil natürlich möchten wir alle schlank und fit sein, ohne Hunger und ohne Sport und ohne Anstrengung und ohne... Aber da kannst du auch die letzten viele Jahre Evolution eigentlich in die Tonne treten, ne? Weil Bewegung war schon immer die Lösung für Stress. In seiner Tiefe ist der Mensch tendenziell halt ein bisschen faul. Ja. Bring mal die Antilope mit. Ich mache heute Pause. Genau, auch das macht evolutionär Sinn. Ja. Okay, wir haben noch ganz kurz, Jessicos Marathon hat noch eine Frage. Welche Hilfsmittel sollte man definitiv meiden bei Hashimoto? Hast du schon beantwortet? Welche Lebensmittel sollte man definitiv beantworten? Also ich würde immer eine ganze Zeit lang Gluten meiden. Und da ist auch wichtig, weil viele kommen dann zu mir, ich habe 2 Wochen glutenfrei gegessen, hat nichts gebracht. Wenn ich wirklich glutensensitiv bin und Antikörper gegen Gliadin ausbilde, brauche ich mindestens ein halbes Jahr absolut strengste Glutenfreiheit, um die Antikörper nach unten zu bringen. Was? Das ist nicht mehr 30 Tage AIP-Challenge gemacht? Leider nein. Gibt's auch nicht. Halbes Jahr, ne? 6 Monate ist schon eine Zeit. Aber da kann man zumindest sehr viel über seinen Körper und seine Innerküche erfahren, wie man Sachen zubereiten kann. Wusel Borsi hat noch eine Frage. Welche Verhütungsmethode empfiehlst du bei Hashimoto? NFP, gegebenenfalls in Kombination mit der Kupferspirale oder Kondome. Kondome würde ich immer empfehlen. Also es geht ja auch um Geschlechtskrankheiten. In der langfristigen monogamen Beziehung sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass Kondome Mist sind. Aber ansonsten, definitiv. Also auf jeden Fall eine nicht-hormonelle Verhütung. Also die Frage ist ja, was empfehle ich? Ich empfehle eine nicht-hormonelle Verhütung.
mit welchem man sich dann am wohlsten fühlt, sei jedem selber überlassen, muss man entsprechend gucken. Die Pille ist für die Hashimoto immer eine Katastrophe. Okay. Und darüber könnte man nochmal eine ganze Stunde reden. Vielleicht machen wir nochmal einen Podcast über Pille und Hashimoto und Schilddrüse. So, und jetzt SJW11.1985 hat noch eine Frage. Ich würde gern wissen, ob es normal ist, dass eine gesunde Schilddrüse Zysten und Knoten hat. Nein, absolut nicht. Eine gesunde Schilddrüse ist völlig homogen und schier und hat keinerlei Knoten und Zysten. Das ist ein typisches Jodmangelzeichen. Also Zysten und Knoten sind Jodmangelzeichen. Okay, gehen die von alleine weg? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich baue Kelp wieder in meine Ernährung ein? Nein, leider nicht. Tendenziell gehen die nie wieder weg. Das ist aber auch nicht schlimm. Das ist dann eben. Also das ist halt auch, es gibt viel amerikanische Seiten, die propagandieren, das würde alles verschwinden unter einer Jodeinnahme, das ist nicht der Fall. Aber die Schilddrüse kann dann dennoch gesund sein, obwohl sie... Dann funktionieren dann wieder und sie bildet halt keine weiteren Knoten und so weiter aus. Und das ist halt auch schon ein großer Vorteil. Okay, also es ist nicht normal, dass sie welche bildet, aber du kannst trotzdem eine gesunde Schilddrüse haben mit Zysten und Knoten. Ja, also eine gut funktionierende Schilddrüse. Gesund ist sie dann nicht, aber eine gut funktionierende. Okay. Und Schützenhilfe hat noch eine letzte Frage, und zwar Anorexia. Kann das zu Schilddrüsenproblemen führen? Ja, Anorexia führt zu einem kompletten Shutdown der Schilddrüse. Also das hier habe ich dann die massivste Ausprägung des Eukaryotik-Syndroms, wo tatsächlich fast kein TSH mehr produziert wird trotzdem und halt auch keine Schilddrüsenhormone mehr dann, weil der Körper halt alles tut, um alles komplett runterzufahren. Mit einer Anorexia geht meistens auch eine komplette Leptinresistenz einher, obwohl die so super dünn sind, eine massive Insulinresistenz. Hier in diesem Fall, der Körper kämpft ja wortwörtlich ums Überleben und versucht halt alles, um an allen Enden Energie zu sparen. Okay, ich hoffe. Es gibt halt so ein bisschen auch Ideen, also was man halt, ich sehe verhältnismäßig häufig auch Patienten, die mal anorektisch waren mit Schilddrüsenproblemen, wo halt die Frage ist, ob das halt einen langfristigen Schaden macht, wenn die Anorexie überwunden ist. Finde ich einfach wichtig, das zu wissen. Anorexie ist eine schwerwiegende tatsächliche Krankheit. Man kann jetzt nicht einfach entscheiden, ich esse jetzt wieder nur, weil ich weiß, ich kann davon eine Schilddrüsenerkrankung entwickeln. Aber vielleicht ist es halt auch hilfreich zu wissen, okay, das kann halt auch was sein, was mir bleibt ein Leben lang. Und das möchte man ja eigentlich nicht. Ja. Okay, also haben wir zumindest die Fragen beantwortet. Die sind natürlich sehr komplex und ohne Anamnese und Analyse ist das immer sehr, sehr schwierig. Ich finde gerade auch Instagram ist da sehr prädestiniert. Man bekommt da Nachrichten, einen halben Laborbericht und du kennst die Person nicht und denkst, was schreibst du denn jetzt am besten? Wenn ich kannst dir nur eine Antwort geben, kann ich dir nicht beantworten. Ich kenne dich nicht. Genau. Jetzt in meinem Fall auch, also ich bin ja Ärztin, nach ärztlichem Berufsrecht ist es verboten, solche Fragen zu beantworten. Und also wenn ihr jetzt das Bedürfnis habt, mir sowas zu schicken, tut es einfach nicht, weil ich beantworte es sowieso nicht. Ich bin da sehr strikt, weil ich da auch schon Probleme hatte mit der Ärztekammer und ich beantworte keinerlei Einzelfallfragen per PN. Genau. Perfekt. Danke, dass du das nochmal so deutlich sagst. Da kann sich vielleicht der ein oder andere Instagram-Experte sich eine Scheibe abschneiden. Okay. So, jetzt haben wir ganz viel über Schilddrüse und Co. gesprochen. Jetzt haben wir die eine Teilnehmerin oder einen Teilnehmer, der sagt, ich habe ein paar Symptome und ich komme hier nicht weiter. Und mein Arzt, der nimmt hier nur TSH-Wert seit 10 Jahren ab und guckt nicht weiter. Wo finde ich dich? Wo muss ich mich melden? Und du hast von einem Online-Programm gesagt, wenn ich sage, okay, ich wohne in Buxtehude, ich fahre nicht nach Berlin, wie kann ich was tun? Genau, also mich findet man in Berlin. Ich selber bin krass ausgebucht, muss man sagen. Also die nächsten freien Ersttermine bei mir sind irgendwie Mitte, Ende des Jahres. Ich habe aber eine Kollegin, die auch wirklich super gut arbeitet und die ganz ähnlich arbeitet und wo ich auch alles mit drauf gucke und so. Und die nimmt noch neue Patienten. Also wenn ihr zu uns in die Praxis kommen wollt, sehr, sehr gerne. Und da bei Jenny kriegt ihr auch relativ zeitnah dann einen Termin. Ich nehme im Augenblick überhaupt keine neuen Patienten. Und auch da, egal wie krank ihr seid oder ob ihr der Schwester, euer Freundin, euer Tante, sein Bruder, ein Freund von mir ist, nein, weil ich da einfach das so machen muss, weil sonst ist es unfair. Also ich behandle nicht mal Familienangehörige oder so bevorzugt, weil es einfach nur Probleme verursacht. Ja. Ich habe die Autoimmunhilfe, also einfach www.autoimmunhilfe.de, da findet ihr meine Online-Programme und so weiter. Und ich bin bei Instagram als autoimmunhilfe_simone und da ziemlich aktiv
und versuche halt die Tatsache, dass ich leider erst Mitte, Ende nächsten Jahres freie Termine habe, ein bisschen dadurch auszugleichen, dass ich mein Wissen und ganz viel zu dem Thema zur Verfügung stelle. Und zum Thema Hashimoto, mein Buch Happy Hashimoto ist im November veröffentlicht worden und in jeder Buchhandlung zu erhalten. Top. Also ich denke, das packe ich auch alles in die Shownotes mit Verlinkungen und Co., dass sie sich da hin und her klicken können, dass sie dich da entsprechend finden. Ja, fällt mir gerade noch eine Frage ein? Nee, tatsächlich nicht. Ich denke, es wird vielleicht nicht der letzte Podcast mit dir gewesen sein, weil gerade Pille und Ernährung und ach, da gibt es so viele schöne Sachen, die man besprechen kann. Ja. Vielleicht dann auch nächstes Mal vor Ort in Berlin, weil du bist ja auf dem Weg nach Polen. Richtig? Genau. Wir wollen eine Woche Kälte und Atem und so weiter im Riesengebirge machen. Herrlich. Direkt mit Wim Hof oder mit Instruktoren vom Wim Hof oder nur mit für euch? Mit Instruktoren von Wim Hof, aber mit Freunden, die Instruktoren von Wim Hof sind. Also cool. einfach eine Woche mit Freunden, die viel Ahnung haben von der ganzen Materie. Ein Wort Kälte, weil ich habe noch im Hinterkopf, dass du in einem Vortrag mal auf dem Kongress gesagt hast, du kühlst die Schilddrüse lokal mit Kühlakkus von Pferden runter. Stimmt, sowohl die Schilddrüse als auch die Bereiche, wo viel braunes Fettgewebe gebildet wird. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Die Schilddrüse hat selber Kälterezeptoren und wenn sie halt mit Kälte stimuliert wird, erhöht sie tendenziell ihre Produktion. Und man kann das halt einfach machen, indem man da rausgeht. Ich selber mache das bei mir nicht mehr viel, weil ich inzwischen halt einfach die tatsächliche härtere Kältetherapie bevorzuge und meinen ganzen Körper der Kälte aussetze. Es ist aber, wenn man das noch nicht aushält und sich halt am Anfang des Weges befindet. Und tatsächlich ist das was, das können Menschen, die nicht Schilddrüsen erkrankt sind, nicht verstehen. Es tut körperlich weh. Also diese Kälte, die man in sich empfindet, ist eine Kälte, die ganz, ganz von tief drin kommt und es ist wirklich so unfassbar unangenehm. Es ist dann auch, man kann sich auf nichts mehr anderes konzentrieren und es tut wirklich weh. Und wenn man in diesem Bereich noch ist, dann kann man einfach nicht ins 0 Grad kalte Wasser gehen. Und dann kann man erstmal anfangen, indem man halt seinen Rücken und seine Schilddrüse zum Beispiel mit Kühlpacks kühlt. Und diese Pferdedinger sind einfach cool, weil die halt in 4 bis 5 Stunden die Kälte ohne ein bisschen größer sind, als wenn du jetzt hier lauter kleine Akkupads auf deinem. Diesen Dinger und die halten die Kälte sehr lange und machen keine Kälteverbrennung. Und das ist halt auch cool. Okay, aber das Thema Kälte kann man auch nochmal. Das kann man noch sehr lange beleuchten, ja, von allen Richtungen. Super, vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, das auf dem Sonntag. Und genau, also wenn Fragen sind, alles in den Shownotes. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß in Polen, in der Kälte. Ich hoffe, Danke. Dass hier in Leipzig mal langsam kalt wird. Gestern waren es 4 Grad im Fluss. Dass hier mal ein bisschen kälter noch wird. Okay, dann vielen Dank auch an den Zuhörer. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen über deine Schilddrüse, Symptomatik und Diagnostik. Und dann hören wir uns das nächste Mal. Simone, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Danke. Ebenso. Tschüss. Ciao. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram und verlinke mich mit @functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gern an info@functional-basics.de mit dem Betreff Podcast. Und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Shownotes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer, möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare,
Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen kostenfreien Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten.